Okay, hi zusammen. Also das ist jetzt ein kurzes Review-Update. Und zwar habe ich den Samsung CFG 70 in 27 Zoll heute reinbekommen und wollte als allererstes schnell ansprechen, dass der Purple-Artefakt-Issue, also das Problem mit lila Artefakten in bestimmten Bildsystemen behoben wurde. Und zwar hatte ich dieses Bild hier von einem User auf overclock.net gefunden und das Bild auch auf dem 24 Modell getestet, das ich zu Hause hatte. Das heißt, bei Bewegung im Spiel, bei dem Bild, ich mache es mal eben groß, sind vor allem hier in der Schrift und in dunklen Bereichen lila Artefakte entstanden. Und dieses Problem wurde behoben. Das heißt, wenn ich das beim 24 Zoll Modell bewegt hatte, war das so, dass dort lila Artefakte entstanden sind. Jetzt entstehen diese Probleme nicht mehr. Ich habe das auch bei Witcher getestet, bei einer Stadt in der Nacht. Da hatte ich das Problem auch bei so Gebüschen. Und dort ist das auch behoben. Und gerade hier bei dem Bild war das richtig extrem. Und es ist einfach hier komplett weg. Das hat Samsung dann weggemacht. So, was eine Sache, die mir noch aufgefallen ist. Und zwar ist der lila Artefakt gefixt, aber dafür erscheint jetzt so ein hellgelb-orangener Artefakt. Das wollte ich euch jetzt hier mal zeigen. Man kann hier ziemlich gut erkennen, dass an der Schrift so ein. An den Gittern und an der Schrift kann man, wenn ihr euch da und hier auch an den schwarzen Strichen, dass dort so ein orangenes, gelbes, ganz helles Artefakt entsteht. Mir ist auch aufgefallen, dass dieser Artefakt am meisten bei 100 Hertz auftritt. Bei 144 Hertz ist er etwas weniger. Und bei 60 Hertz ist er am wenigsten oder fällt er am wenigsten auf. Also, er wurde gefixt. Man erkennt ihn tatsächlich weniger, auch während des Spielens, während des Zockens. Aber ja, jetzt ist er halt weniger ersichtlich. Ich werde auf jeden Fall auch noch Fotos hochladen, also schaut in der Videobeschreibung nach, da könnt ihr nochmal alle Fotos zu den in Anführungszeichen neuen oder größeren Problemen des 27 Zoll Modells auf Fotos sehen, wo man das besser als im Video erkennen kann. So, leider hat man einen weiteren Nachteil beim 27 Zoll Modell und zwar öffne ich dafür erstmal UFO-Testbilder vom Samsung und das blende ich jetzt aber auch hier mal ein und das UFO-Testbild vom Asus und das links ist der Asus P927Q. Auf der rechten Seite sind Testbilder vom Samsung CFG 70, einmal von der 24 Zoll und von der 27 Zoll Version im Standard, Faster und Fastest Modus. Und warum ich das Asus-Bild geöffnet habe, ist, weil der Asus vorher im Gegensatz zum 24 Zoll Modell mehr Ghosting hatte und jetzt fast schon weniger oder gleich auf Ghosting hat. Wenn man hier bei der Fastest ranzoomt und genau hinschaut, dann sieht man, dass der CFG 70 eben zwei Schatten wirft, beziehungsweise vier Schatten, wobei man den drei Schatten, wobei man den dritten Schatten kaum noch sieht. Vorher hatte man einen Schatten gesehen, er war ziemlich schwach und dahinter
ein Schatten, den man fast gar nicht mehr gesehen hat. Jetzt ist es so, dass der Schatten stärker wahrgenommen wird, das heißt, er kräftiger ist, das Ghosting wird dadurch stärker. Und noch ein Schatten entsteht, der aber sehr schwach wahrgenommen wird. Ich habe mich erstmal erschrocken, wo ich auf dem Desktop ein bisschen mit den Fenstern rumgewedelt habe und verschiedenen Bildern auf dunklen Hintergründen, wo man das Ghosting natürlich dann im Extremfall sieht. Ich habe aber Witcher, Overwatch gespielt, Titans Souls habe ich getestet und noch eins habe ich jetzt vergessen. Auf jeden Fall, dort ist mir das Ghosting nicht aufgefallen. Nur wenn ich jetzt zum Beispiel bei Overwatch irgendein Kabel angeschaut habe, was in der Luft hing, und dann mit der Maus links und rechts geguckt habe, ist halt so ein leichter Schatten entstanden, der dann halt heller wurde. Aber ich denke nicht, dass man hier wirklich von Ghosting in Spielen reden kann. So, wollte ich aber auf jeden Fall mal erwähnen. Was mir beim 27 Modell auch noch aufgefallen ist, ist einmal, dass er minimal mehr Clouding hat. Man sieht hier auf der Kamera oben ein bisschen Clouding, unten ganz minimal und rechts in der Ecke. Auf der Kamera sieht man das stärker als mit einem echten Auge. Mit einem echten Auge fällt das so gut wie gar nicht auf. Ich würde das nicht als Problem bezeichnen, aber wollte es nochmal ansprechen. Was mehr stört, ist, was ich beim 24 Modell auch angesprochen hatte, ist rechts eine Aufhellung, links eine Aufhellung, was jetzt kein Backlight Bleed ist, weil es in dunklen Bildszenen nicht vorkommt, sondern rechts und links sieht man jetzt, wenn ich den Ordner aufziehe, ich hoffe, man sieht das in der Kamera, wenn ich jetzt nach rechts gehe, dass das Bild dort aufhält. Ansonsten blende ich jetzt gleich nochmal ein Foto ein. Und das gleiche auf der linken Seite. Das 24 Zoll Modell hatte das nur auf der rechten Seite. Stört nicht wirklich, stört ein bisschen, finde ich aber trotzdem schade. Und wenn man das mit IPS-Glow jetzt vergleichen würde, IPS-Glow ist ungefähr 50 Mal schlimmer. Ich finde es aber trotzdem sehr schade. Was am meisten stört beim 27 Zoll Modell, ist mir aufgefallen, ich möchte vorher sagen, dass man das nur auf einheitlichen Hintergründen sieht, die relativ dunkel sind. Also keine schwarzen, sondern dunkelgrau, dunkelrot, dunkelblau, etc. Dafür habe ich jetzt ein paar Bilder erstellt, ein paar verschiedenen Farben. Die möchte ich jetzt mal groß zeigen. Auf der Kamera sieht man das auch noch mal ein bisschen oder relativ stärker als in Wirklichkeit. Bei dem Bild hier, also lasst euch überhaupt nicht, bitte nicht abschrecken, das sieht man auf der Kamera viel extremer. Hier sieht das relativ ähnlich aus. Man erkennt eben, ich mache hier mal weiter, man erkennt eben hier drei Streifen und eben auch helle Aufhellungen und Schatten, vertikal und horizontal, einfach um es ganz einfach auszudrücken. Finde ich sehr schade, stört bei zum Beispiel Photoshoppen und bei der Bildbearbeitung. Bei Spielen fällt es so gut wie gar nicht auf. Dennoch ist es irgendwo ein Defizit. Hier habe ich jetzt extra auch ein paar helle Bilder reingenommen. Weder auf der Kamera noch mit dem echten Auge sieht man diese Streifen hier nicht mehr. Und eben bei normalen Desktop oder bei Spielen sieht man das auch nicht. Wo das manchmal auffällt, ist auch bei dem Testbild hier. In dunklen Spielszenen, wenn ich jetzt hoch und runter gehe und ihr diesen Bereich und diesen Bereich fixiert, werdet ihr immer noch Streifen erkennen. Erinnert mich ein bisschen an DSE, also Dirty Screen Effekt bei großen TV-Bildschirmen, aber eben nicht so heftig. Bei hellen Bildszenen, ich versuche mal ein helles Bild rauszufinden schnell. Moment. So, ich habe jetzt eben noch ein helles Bild runtergeladen, und zwar Himmel und Wolken, wo ein DSE-Effekt ziemlich stark auftritt
Und hier sieht man, ist das kaum vorhanden. Also es ist kein DSE, sondern so ein komische vertikale, horizontale Streifen. Es ist kein Banding. Banding ist ein bisschen was anderes. Banding hat der Monitor auch. Ich kann das eben mal schnell zeigen. Und zwar sieht Banding so aus. Das sind bei Farbverläufen, dass die nicht glatt sind, sondern sich ein paar Treppen bilden. Hat der Monitor auch nicht so schlimm wie jetzt mein TN-Panel, aber auch nicht so gut wie der Asus PG279Q beispielsweise. Ein Vorteil hat die 27 Zoll Version, und zwar merkt man, das curved mehr als vorher. Aber es ist trotzdem irgendwo ärgerlich und traurig, dass die gute Qualitätskontrolle, die ich beim 27 Zoll Modell gelobt habe, jetzt irgendwo auch wieder ein bisschen schlechter wird. Was jetzt eben die Ausleuchtung an den Seiten, wo die Aufhellung bei Farben ist, dann diese komischen Streifen, die beim 24 Zoll Modell auch waren, aber nicht so heftig, und eben minimal mehr Clouding. Zwei Dinge, die mich ärgern und gleichzeitig irgendwo traurig machen, sind einmal der Trend zu dünnen Displays, dass die immer dünner werden und auch curved beispielsweise mehr Probleme in der Ausleuchtung bereitet, als dass sie mich glücklich machen. Leute, aber scheinbar kommt es bei den Leuten an, Leute wollen immer dünnere Displays, 0,5 mm, 1 cm, 2 cm, und wird in Reviews immer erwähnt, wie super toll und super flach ein Monitor ist. Aber was bringt mir das, wenn ich vor dem Monitor sitze? Es ist leider so, dass die Bildqualität darunter leidet, und ich finde es total schade, dass es keinen Hersteller gibt, der sagt: Komm, es ist jetzt egal, wir machen einen Monitor, der ist jetzt 8 cm dick, aber dafür geile Ausleuchtung und keine Defizite. Finde ich sehr schade. Auch bei der Qualitätskontrolle. Ich würde da auch lieber 50 oder 100 oder 200 €, ich weiß nicht, drauflegen, um eben diese Defizite nicht zu haben. Das andere, was total schade ist, eben große Reviewer mit, die halt eben auch Einfluss auf die Käufer haben, als Influencer auftreten. Die reviewen die Monitore immer super Freezing, super Blinkwinkel, Scheiß auf IPS-Glow, so nach dem Motto, und super helles Display, Scheiß drauf, dass sie die Augen wegätzt. Ich habe auch das Gefühl, dass Modelle immer von den Herstellern, die den Leuten zuschicken, immer getestet werden. Natürlich werden die getestet, also da braucht man sich nicht in die Irre zu führen, das ist total klar. Und irgendwo schade, dass die Leute das nicht ansprechen. Ja, das war es im Grunde genommen. Das ist ein kurzes Update gewesen zu der 27 Zoll Version. Viele hat das Purple, dieses lila Artefakt-Problem gestört. Mich hat es nicht sonderlich gestört, dass sie das behoben haben. Ja, ein bisschen mehr Ghosting ist jetzt auch nicht so schlimm. Aber man merkt 3 Zoll größer und schon Defizite in der Ausleuchtung. Puh, ich werde mir nochmal den Monitor bestellen, den 27 Zoll, dann nochmal berichten auf limbscave.de oder eben auf Facebook oder in den Kommentaren unter dem YouTube-Video und die anpinnen. Ja, würde mich freuen, wenn ihr abonniert. Ich werde immer ehrliche Reviews machen, immer voll ins Detail gehen und nie ein falsches, gutes Wort über den Hersteller verlieren. So, bis zum nächsten Video.